Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal soll es um die PS4 gehen. Ich habe die Software 9.0 in der Beta-Variante 2.0 drauf und da sind einige Features dazu gekommen, die vielleicht sehr interessant für euch sind, und da habe ich gedacht, da mache ich mal ein kurzes, knackiges Video dafür. Der Hauptpunkt, also es gibt drei Hauptpunkte, die jetzt aktualisiert wurden. Das ist einmal, dass uns PS5-Trophäen angezeigt werden von PS5-Spielen. Also wenn man selber eine PS5 hat oder im Trophäenvergleich mit Freunden, werden einem jetzt Trophäen angezeigt von der PS5. Das kann ich euch mal zeigen. Ich gehe jetzt erstmal auf Freunde. Hier ist jetzt auch ein PS5-Besitzer. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. So. Und wir gucken mal, ob er ein PS5-Spiel hat, was ich nicht habe. Hier, PS5 zum Beispiel, Resident Evil Village haben wir beide. Da können wir einen Trophäenvergleich machen. Haben wir vielleicht noch ein Spiel, was er hat und ich. Ja, hier, das zum Beispiel, The Witness. Ja. Na gut, das habe ich auch, aber ich habe da noch keine Trophäen geholt. Da sieht bei mir alles dunkel. Auf meiner Seite ist nichts zu sehen. Und hier bei ihm halt, wenn er welche Trophäe gemacht hat und so. Funktioniert natürlich auch bei uns selber. Hier haben wir Ratchet & Clank, da habe ich Platin geholt. Uns werden alle Trophäen angezeigt. Natürlich ohne Trophäenbild, weil das haben wir natürlich auf der PS5 geholt. Aber mit Datum, Uhrzeit, alles drum und dran. Des Weiteren ist dazu gekommen, im Nachrichtenbereich, wenn wir jetzt eine Gruppe haben. Wie viele Spieler habe ich denn hier drin? Zwei Spieler. Ah, da muss noch jemand rein. Eine Nachrichtengruppe aus mehr Leuten. Also hier seht ihr, wie es aussieht. Favoriten hinzufügen, Mitteilungen ausschalten, Gruppe verlassen. Dann verlässt man halt die Gruppe. Und wenn man jetzt. Ich füge jetzt hier einfach mal noch einen Spieler hinzu. Das geht erst ab drei Spielern, also ab drei Leuten, die da drin sind. Also, nee, geht ja nicht. Privatsphäre-Einstellungen. Gott. Ich nehme jetzt einfach mal Soulflyer. Der muss jetzt mal kurz dran glauben. Soulflyer, falls du das jetzt siehst, nicht wundern. Tut mir leid, du musst es jetzt einfach mal dran glauben. So. So, jetzt sind wir hier zu zweit drinne. Spieler hinzufügen. Und jetzt habe ich noch jemanden hinzugefügt. Jetzt sind wir hier drei Spieler in der Gruppe. Und damit haben wir dann zusätzlich die Einstellungen. Halt, hier drinne. Da, Gruppe löschen. Hier oben Gruppe verlassen. Gruppe löschen ist jetzt neu dazugekommen. Da können wir die Gruppe komplett löschen. Ja, wenn wir bei zwei Leuten drinne sind, haben wir nur Gruppe verlassen. So. Dann ist noch dazu gekommen, ich nehme jetzt einfach Wutan, wenn wir jemanden löschen wollen oder blockieren, besser gesagt. Wir gehen auf sein Profil. Gehen auf Blockieren. Blockieren war ja schon vorher da, das kennt er ja. Aber wir haben jetzt hier unten diesen Punkt noch dazu, den wir markieren können. Die Gruppen verlassen, zu denen der Nutzer gehört. Das heißt, hier steht es auch nochmal nur die, zu denen du und dieser Spieler gehörst. Und dann geht er einfach auf Blocken und dann wird der Spieler blockiert. Und die Nachrichtengruppe, so, die wird natürlich dann auch gelöscht. Ausnahme ist, wenn ihr eine Nachrichtengruppe habt, wo der Spieler, ihr und noch eine weitere Person mit bei ist. Also sobald ein, zwei, drei andere Personen mit in dieser Gruppe sind, wird diese Gruppe nicht gelöscht, sondern nur die privaten Gruppen, die ihr habt, wo ihr privat geschrieben habt. Die anderen Gruppen mit mehr Leuten
bleiben weiterhin bestehen. Da müsstet ihr dann austreten oder verlassen oder was weiß ich. Ja, das sind so die Hauptpunkte, was jetzt bei der neuen Systemsoftware dazugekommen ist. Zusätzlich kam dann auch noch, wo haben wir denn jetzt zum Beispiel, na gut, Resident Evil jetzt nicht gerade, das, sagen wir, haben wir denn hier nicht noch irgendwas, hier, Hyperscape. Also zum Beispiel, ihr habt ein Familienprofil und euer Sohn, eure Tochter hat, einen Account erstellt und der ist halt im Familienprofil integriert, wegen der Kindersicherung und allem drum und dran. Ist es jetzt so, wenn ihr da dann zum Beispiel Zusammenspielen deaktiviert habt in der Familienverwaltung und euer Sohn sagt, ja, Hyperscape, das geht ja nur, wenn ich mit anderen spiele oder Kommunikation aufbauen kann, dann kann man das Profil an uns eine Nachricht senden. Und die kommt dann über die App oder über per E-Mail und dann können wir aussuchen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und wenn wir dann halt die App drauf haben zum Beispiel, werden wir automatisch in der App dann auf die Familienverwaltung geleitet zu dem entsprechenden Punkt und können dann sagen, ja, das können wir aktivieren. Und zwar nennt sich das die Kommunikationsfunktion. Ja, also wenn eure Kinder Kommunikationsfunktion für Spiele anfordern, erhaltet ihr dann eine E-Mail über PS4-System, also hier auf der PS4, oder über die App, nicht per E-Mail. Gut, da habe ich mich geirrt gerade. Also auf der PS4 bekommt ihr dann eine Nachricht oder auf die App oder beides halt gleichzeitig. Und dann könnt ihr, das ist dann halt hier bei Familienaccount drinne. So, Benutzer dieser PS4, das ist jetzt egal. Das ist hier oben die Familienverwaltung. Da geht ihr dann rein. Wie gesagt, das geht dann auch über die App. Und da könnt ihr dann die Kommunikationsfunktion dementsprechend ein- oder abschalten oder beziehungsweise einschalten oder halt abgeschaltet lassen. Also könnt ihr dann auch verweigern, das ist dann euch überlassen. Das sind eigentlich so die einzigsten Punkte, die jetzt mit dazu gekommen sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ich euch helfen könnte, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.